Hi zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie man in Python ein Hook- oder Callback-Pattern in einer Klasse umsetzt. Das bedeutet, dass man bei einer Methode einer Klasse selbst definierte Methoden vor- und nachschalten kann, also zum Beispiel ein OnBefore und ein OnAfterHook. Vorteil ist, dass man flexibel Funktionalität hinzufügen und austauschen kann und codetechnisch erreichen wir dadurch ein sogenanntes Decoupling von Funktionalität, das heißt die Hauptmethode muss nichts von der Implementierung vom OnBefore oder vom OnAfterHook wissen. Wir werden hier zunächst mal das Grundgerüst schreiben und wenn wir das geschrieben und verstanden haben, dann werden wir das Ganze mit einem praktischen Beispiel und zwar mit einem Pandas Data Frame machen, wo wir dann ein Pre-Processing und ein Post-Processing für einen Pandas Data Frame mit Hooks umsetzen werden. So, ich werde hier mal eine Klasse schreiben, die ich Data Processor nenne und die kriegt eine Init-Methode und in dieser Init-Methode werden wir zwei Attribute erstellen und zwar SelfOnBefore. Das soll eine Funktion sein, die setzen wir erstmal defaultmäßig auf None. Das heißt, diese Funktion, die müssen wir dann nachregistrieren über eine weitere Methode. Und wir erstellen hier noch ein OnAfter-Attribut. Das wird ebenfalls dazu dienen, dass wir hier drin eine Funktion speichern. Da das Ganze auch thematisch ein bisschen fortgeschrittener ist, werde ich das Ganze auch mal mit richtigen Type Annotations machen, also from typing import und dann. Um eine Funktion zu annotieren, brauchen wir ein sogenanntes Callable. Und hier sagen wir dann einfach, dass OnBefore eben ein Callable sein soll. Aber es soll eben auch die Möglichkeit haben, dass es None sein soll. Das heißt, wir brauchen hier noch eine Union. Das heißt, wir erlauben jetzt hier die Möglichkeit, dass es eben None oder eine Funktion sein soll. Also Union und dann in eckigen Klammern Callable. Also es darf jetzt eine Funktion oder es darf auch None sein. Damit haben wir das jetzt hier korrekt annotiert. Das können wir auch hier so verwenden. Okay, dann schreiben wir zunächst mal die Main-Methode. Und in dieser Main-Methode soll die Hauptlogik von dieser Klasse ausgeführt werden. Also in dem Fall später dann das eigentliche Processing von Daten. Und aktuell machen wir da noch nichts. Wir printen einfach nur, sagen wir mal, ich mache hier mal ein Attribut mit Data rein. Und hier vielleicht ein F-String. Ich verarbeite. Und dann hier Data. Dann haben wir das Ganze schon mal parametrisiert. Und um die Funktion jetzt einfach aufzurufen oder Methode einfach aufzurufen, können wir den Data Processor instanzieren, irgendwie Processor und dann hier natürlich die Klammern und jetzt Processor.main. So, wenn wir das aufrufen, dann brauchen wir jetzt hier noch einen Parameter und sagen einfach irgendwie mal Käse. Das heißt, das ist jetzt ja nur ein generisches Beispiel, dafür haben wir irgendwas drinstehen. Und jetzt Python main.py, ich verarbeite Käse. Also wenig überraschend, so einfach funktioniert das Ganze. Und was wir jetzt mit diesen Hooks machen wollen, ist, dass vor dieser eigentlichen Methode hier, dass hier der onBeforeHook ausgeführt wird und nach dem Ganzen der onAfterHook. Und das heißt, hier können wir noch ein Preprocessing organisieren, dass die Daten nochmal vorverarbeitet und danach können wir nochmal ein Post-Processing ausführen. Das heißt, hier können wir die Daten nochmal verarbeiten oder den CSV schreiben oder eine E-Mail verschicken oder was auch immer wir hier danach machen wollen. Okay, jetzt müssen wir irgendwie hier eine Funktion reinkriegen und dafür brauchen wir eine weitere Methode, die das, was wir aktuell als None haben, ersetzt durch eine Funktion. Und dafür schreiben wir hier oben eine weitere Methode und zwar nennen wir das mal Register on Before. Und das kriegt als Parameter eine Funktion, also ein Callable. Und hier setzen wir dann self on before auf den Wert, den wir hier in der Funktion kriegen. Das heißt, on before wird danach eine Funktion sein, die wir hier drin dann callen wollen. Und das würden wir dann so machen. Wir würden erstmal prüfen, ob die Funktion überhaupt existiert. Das heißt, if self on before is not none. Oder einfach nur abgekürzt if self on before, also ist die Shorthand-Syntax für is not none, dann wollen wir self.onBefore hier callen. Das gleiche machen wir jetzt für die onAfter-Funktion. Und das ändern wir natürlich auch. Und jetzt können wir das hier genauso machen. Das heißt, auch hier gucken wir, ist hier eine Funktion registriert worden und wenn ja, dann wollen wir eben diesen Hook auch ausführen.
Okay, jetzt müssen wir natürlich noch eigene Funktionen definieren, die hier drin ausgeführt werden oder die wir eben registrieren können. Das heißt, wir können hier mal einen Hook erstellen, nennen das Ganze irgendwie BeforeHook. Und dieser BeforeHook, der printet erstmal nur, ich bin ein BeforeHook. Und das Gleiche machen wir dann auch für den AfterHook. Und jetzt, wenn wir den Code so ausführen, sehen wir, da ändert sich erstmal nichts. Das heißt, wir müssen das Ganze erstmal registrieren und das machen wir mit der RegisterOnBefore-Methode. Hier drin brauchen wir jetzt einen Parameter und zwar eine Funktion und das ist eben in dem Fall der BeforeHook, den wir jetzt hier als Parameter mitgeben. Und das Gleiche können wir dann machen für den OnAfterHook und hier geben wir mit den AfterHook als Parameter. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal ausführen, dann sehen wir, haben wir jetzt hier unsere Hooks komplett richtig eingesetzt. Also zuerst wird ausgeführt, ich bin ein BeforeHook, dann kommt die eigentliche Verarbeitungslogik und danach kommt dann, ich bin ein, hier sollte eigentlich, ah, hier habe ich ein Typo reingemacht, jetzt sollte es aber passen, genau, es steht hier, ich bin ein AfterHook. So, also im Prinzip haben wir das Hook- oder Callback-Pattern damit jetzt hier schon erfolgreich umgesetzt. Allerdings würde ich das Ganze gerne noch so erweitern, dass wenn wir jetzt hier Daten reingeben, dass diese wiederum in dem On-Before-Hook verarbeitet werden können und der Output wiederum in diese Main-Funktion reingeht und der Output der Main-Funktion wiederum in den On-After-Hook. Das heißt, wir hätten hier so eine Art Processing-Pipeline. Das heißt, hier ein Pre-Processing, dann die Hauptverarbeitung und danach eben das Post-Processing. Also, wie man es vielleicht eben aus dem KI- oder Machine Learning-Bereich kennen würde. Wir werden deswegen auch mal einen einfachen Pandas Data Frame erzeugen, weil das, denke ich, ein sehr gutes und praktisches Beispiel ist. Über pip install pandas können wir pandas installieren und können es jetzt hier oben noch importieren. Also import pandas spd. Und jetzt werden wir mal einen Pandas Data Frame erzeugen. So, wir werden jetzt hier mal einen einfachen Data Frame erstellen mit zwei Spalten und mehreren Zeilen. Dafür erstellen wir eine neue Variable, die nennen wir Data. Und das wird eben ein Data Frame sein. Und hier brauchen wir jetzt ein Dictionary. Und innerhalb von diesem Dictionary können wir jetzt eine Spaltenüberschrift definieren. Ich nenne das Ganze mal Group Column. Das wird die Spalte sein, nach der wir dann gruppieren. Und wir werden jetzt hier mal verschiedene Werte eintragen. A, B, C, A, B und nochmal C. Und wir werden dann einfach gruppieren, das heißt die Mittelwerte pro Gruppe berechnen, also Gruppe A. Also das hier, Gruppe B und so weiter und so fort. Und dann brauchen wir natürlich noch Werte, die wir dann berechnen können. Und die nennen wir einfach mal irgendwie Value Column. Hier brauchen wir noch ein Komma. Und hier brauchen wir ebenfalls eine Liste. Irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. Und dann am Ende noch ein None, also ein Fehlwert, den wir auch noch definieren wollen. Aussehen tut dann das Ganze am Ende so. Printen wir das mal. Und wenn wir jetzt ausführen Python main.py, dann sehen wir, genau, fängt bei 0 an, hat hier einen Wert von 1,0. Also das sieht aus, wie man es vielleicht aus einer Excel-Tabelle kennt. Sollte dir jetzt Pandas nicht sagen. Das ist einfach hier die Spaltenüberschriften und hier unten dann die Zeilen mit den jeweiligen Werten. So, aktuell haben wir das Problem, dass dieses OnBefore nur für sich alleine läuft, aber eigentlich nichts mit diesen Daten machen kann. Und dafür brauchen wir erstmal hier ein Argument in dieser Funktion. Das heißt, wir setzen hier ein Argument an. Das heißt, diese Main-Funktion gibt als Parameter das hier mit und die OnBefore-Funktion übernimmt diesen Parameter der Main-Funktion. Und dadurch stellen wir eben sicher, dass hier ein Preprocessing stattfindet. Diese Variable speichern wir wiederum zurück in den Variablennamen Data. Das heißt, was wir hier als Data eben kriegen, ist entweder das, was aus dem OnBefore rausfällt, oder das, was hier eben reingegeben wird. Also je nachdem, ob wir hier einen None haben oder eben eine Funktion registriert wurde. Und damit interagiert jetzt der Hook eben auch mit der Main-Funktionalität. Damit es funktioniert, müssen wir jetzt auch natürlich in dem OnBefore-Hook hier das Ganze so weit anpassen, dass es eben auch funktioniert. Und der Parameter ist eben Data und das ist ein pd.dataFrame. Und wir wollen jetzt einfach alle Missing Values hier entfernen. Das geht mit eben Data und dann Drop NA. Wenn wir das ausführen, werden alle Fehlwerte, in dem Fall wäre das eben das None, aus dem Data Frame entfernt. Wir können das Gleiche wieder hier zurückspeichern, nennen es eben auch Data und returnen am Ende
eben die Funktion oder den Datensatz wieder. Ganz wichtig, Return natürlich nicht vergessen. Und jetzt sollte der OnBeforeHook hier eben laufen. Sollten wir jetzt eigentlich keinen Unterschied erstmal sehen. Genau, weil wir eben auch noch nichts registriert haben. Und jetzt können wir das Ganze mal registrieren, Processor, und dann eben Register on Before. Und jetzt registrieren wir hier die Funktion Before Hook. Okay, was wir jetzt hier drin mal machen wollen, die Resultate werden nämlich das gleiche sein, ist, wir gucken uns an, wie Data hier drin aussieht. Und zwar sollte jetzt hier keine sechste Zeile oder keine fünfte Zeile hier mit NaN drin stehen, sondern das sollte hier entsprechend rausgefiltert werden. Das heißt, die Resultate speichere oder printe ich mal nicht und das hier auch nicht, sondern wir machen das hier sozusagen on the fly. Und jetzt sehen wir, das Preprocessing hat funktioniert, denn der Wert mit NaN wurde jetzt in dem Fall rausgeschmissen. Das heißt, unser Hook, den wir registriert haben, hat erfolgreich das Preprocessing durchgeführt. Die Ergebnisse werden an die Main-Funktion weitergereicht und diese wiederum korrekt verarbeitet. Und es hat eben keinen Einfluss darauf, wie das Ganze hier aussieht. Genau, jetzt sehen wir, haben wir nämlich NaN drin. Das heißt, der Code funktioniert, egal ob wir den Hook verwenden oder eben nicht. Okay, jetzt wollen wir mal noch ein Preprocessing machen, beziehungsweise das werde ich hier auch noch korrekt annotieren, also return hier auch ein pd.dataframe. Und für den onAfterHook werden wir das gleiche machen. Auch der nimmt ein pandasDataFrame entgegen und returnt das Ganze dann am Ende auch. Genau, jetzt kriegen wir hier noch einen Fehler angezeigt, das werden wir gleich ändern. Und was wir hier drin letztlich machen wollen, ist kein weiteres Post-Processing mehr, sondern wir wollen hier einen Side-Effekt machen. Also wir wollen die Daten wohin schreiben, und zwar über data.toCSV. Und wir nennen das Ganze einfach mal irgendwie results.csv. Und hier können wir jetzt noch einen Index auf false setzen. Index ist in dem Fall, das sind diese Zahlen, die eben bei 0 losgehen und jede Zeile einzigartig identifizieren. Die wollen wir einfach rausschmeißen, dass wir die nicht in der CSV drin haben. Okay, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir die Daten wieder auch korrekt returnen. Genau. Und der Code, der muss natürlich auch noch angepasst werden. Das heißt, auch hier Data ist dann eben so. Also Data kommt hier raus aus dieser Methode und Data, das ist das, was wir hier haben, geben wir auch als Argument mit rein. Das heißt auch hier, je nachdem, was wir eben machen, wird das Ganze verarbeitet und returned oder eben nicht. Also hier könnten wir dann theoretisch auch noch weiteres Post-Processing mit einbauen. So, okay. Jetzt registrieren wir das Ganze mal. Processor.registerOnAfter und hier registrieren wir dann den AfterHook. Ganz wichtig, hier auch die Funktion registrieren, nicht ausführen. Und jetzt am Ende können wir mal das Result auch printen. Dann sehen wir, kriegen wir jetzt hier die richtigen Werte raus. Hier drin sehen wir, es ist Preprocessing passiert. Und wir sollten jetzt eigentlich auch genau eine Results.csv sehen. Okay, eine Sache können wir noch optimieren. Und zwar aktuell können wir Hooks nur registrieren, aber wir können sie nicht wieder entfernen. Das heißt, ich würde hier gerne noch eine weitere Funktion hinzufügen, und zwar defRemoveOnBefore und diese returned none. Und was wir jetzt hier drin machen wollen, ist, wir setzen self.onBefore auf none. Mehr passiert hier nicht. Das gleiche machen wir für den onAfterHook. Also removeOnAfter. Und hier ist es dann eben onAfter ist none. Und damit können wir diese Funktion eben auch wieder entfernen. So, damit wären wir jetzt auch am Ende von diesem Video. Vielleicht nochmal als Zusammenfassung. Also dieses Hook oder Callback Pattern, das erlaubt uns eben die Funktionalität von einer Methode eben zu ergänzen. Und das Ganze sehr flexibel und dynamisch, weil es eben die Vorverarbeitung, Hauptverarbeitung und Nachverarbeitungslogik voneinander trennt. Und diese eben nicht miteinander irgendwie verschmolzen sind. Das erlaubt gerade bei größeren Projekten dann das Testen und auch die Wartbarkeit vom Code ist wesentlich erhöht. Also auf jeden Fall ein sehr cooles und praktisches Pattern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo. Wir sehen uns, bis dann.